Seien Sie herzlich willkommen in der Arena auf den Kommentatorenplätzen. Ihre beiden Kommentatoren, Manni Breukmann und Frank Buschmann. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich habe leicht schwitzige Hände. Ich freue mich auf dieses Spiel. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Und nun Martin Hanek. Schöner Pass. Und jetzt bleiben sie doch noch hängen. Und nun Traoré. Und nun Christian Gentner. Können Sie jetzt einen Konter draus machen? Christian Clemens! Und Tor! Und Tor! Und Tor! Was für ein Tor, liebe Fußballfreunde! Volley reingesemmelt! Unfassbar! Hoch die Tassen! Der passt aber ganz genau. Ein fantastischer Schuss vom Pfosten. Da sehen wir es. Ins Netz. Und der kommt genau an. Und nun Christian Gentner. Ein sehr schöner Pass. Jetzt schießt er und... Auch so kann man sich befreien. Ball im Aus, gibt Einwurf. Stark gemacht. Jawohl, abgefangen. Und da läuft der Torwart raus und holt sich die Kugel, Buschi. Ja, hat er gut gemacht. Das nennt man dann wohl modernen Fußball. Der Keeper soll ja mitspielen. Das sieht gut aus. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Ja, da kommt was auf uns zu. Molinaro. Ein herrlicher Pass. Ein Traumpass. Boca. Und nun Christian Gentner. So sieht ein Pass aus. Traoré, der könnte passen. Gehalten, aber noch heiß. Oh, eine wunderschöne Traumkombination. Das geht nicht weiter für ihn. Überhaupt nicht, der muss raus. Nee, also das war's. Also so kannst du kein Fußball spielen. Und der Trainer bereitet hier eine Auswechslung vor. Und nun Matthias Lehmann. Und der Steilpass, er kommt nicht an.
Und nun sind die Kölner dran. Ballbesitz für den FC. Oh, da wird er sich ärgern. Vorbei, das Ding. Und das, nachdem er so freigespielt wird. Da kann der Keeper relaxen. Es gibt Abstoß. Bucker. Und nun Traoré. Das ist ein sehr schönes Passspiel, was wir hier jetzt sehen. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Das sieht alles sehr eng und geschlossen aus, aber wenn ihr schneller spielt, dann findet ihr die Lücke. Souverän, wie er diese Aufgabe gelöst hat, und so ganz einfach war das eben nicht. Und nun Matthias Lehmann. Und so bereinigt man eine solche Situation. Sicher in der Ballbehandlung. Klasse, wie er den Mannschaftskameraden an der Außenlinie sieht. Da freut sich der Trainer. Ja, so kann es weitergehen. Die Abwehr steht goldrichtig. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Das wird Abstoß geben, nachdem der Ball da über die Torauslinie fliegt. Und nun Ivicevic. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Er muss ausgewechselt werden. Diese Verletzung ist einfach zu schwerwiegend. Ach, da machst du überhaupt nicht hinschauen. Der Trainer signalisiert, ich will auswechseln. Er steht auch schon einer parat. Bucker. Und Achtung, genau hingeschaut. Bucker. Ein wunderschönes Zuspiel. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Matuschik. Eine knappe Pausenführung, 1:0 nach 45 Minuten. Es riecht nach Blamage in diesem Spiel, aber es sind ja noch 45 Minuten. Aber Manni, guck dir mal die Gesichter der Fans an, die glauben das auch nicht. Das gibt vielleicht, noch setze ich ein vielleicht dazu, eine große Überraschung. Und nun Ivicevic, Molinaro. Und das macht er richtig gut. Bucker. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Geht er rein? Der Abwehrspieler blockiert den Ball. Und nun Traoré. Und der kommt genau an. Und nun Traoré. Schnell, steil gespielt. Aber der Gegner ist am Ball. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Und nun Traoré. Können Sie die Flanke verwerten? Die sah im Ansatz gut aus, die Flanke. Aber jetzt hat der Gegner die Kugel. Und nun Matthias Lehmann. Und das sieht nach einer guten Torchance aus.
Wunderbar herausgespielt. Eigentlich müsste er jetzt über die linke Seite gehen. Ein sehr schöner Pass. Sauber geklärt. Guck mal hin! Und den hält er auch. Ich gehe jede Wette ein, dass der heute ohne Gegentreffer bleibt. Ja, da wird auf beiden Seiten fleißig gewechselt. Ibišević. Da wird der Trainer zufrieden sein nach dieser Abwehraktion. Klare Sache, Einwurf. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Molinaro. Die verstehen sich blendend. Chihi. Stark gemacht. Und? Und er ist drin. Die Wiese ist gemäht, die Messe ist gelesen. Und was uns sonst noch so einfällt, dieser Vorsprung ist kaum einholbar. Ah, das ist wunderbar gemacht und der ist absolut unhaltbar. Perfekt ins Eck. Wunderbarer Schuss. Und nun Traoré. Ein Virtuose, ein Künstler. Der kann alles am Ball. Herrliche Flanke. Aus dieser Flanke ist nichts geworden, der Ball wieder beim Gegner. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Tolle Flanke! Klasse, wie er das Problem gelöst hat. Und da geht er vorbei. Aber der Pass war wunderbar, der hat die Chance überhaupt erst möglich gemacht. Auf der Trainerbank, da bist du manchmal ziemlich machtlos. Aber einen neuen Mann, den kannst du noch immer bringen. Das war zu ungenau. Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Und nun Matthias Lehmann. Ja, den haben sie gut eingestielt, den Konter. Aber perdu. Und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Und nun Martin Hanek. Und nun sind die Kölner dran. Ballbesitz für den FC. Ball im Aus, Einwurf. Tolle Flanke. Da stand die falsche Adresse drauf auf der Flanke. Der Gegner hat den Ball. Matuschik. Gutes, schnelles Passspiel. Oh, das wird der Trainer gerne sehen, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Klasse hat er das gemacht, der Abwehrspieler. Chihi. Das sieht gut aus. Souverän geklärt. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Beinahe hätte sie eine Ecke gegeben, aber so müssen sie sich mit einem Einwurf begnügen. Das muss man mal deutlich sagen, der Trainer hat bislang alles richtig gemacht. Und wir hoffen, dass er mit dieser Einwechslung auch richtig liegt. Da wird der Trainer zufrieden sein. So sieht ein Pass aus.
Das sieht gut aus für den 1. FC Köln. Sicher in der Ballbehandlung. Klasse geklärt vom Abwehrspieler. Da freut sich natürlich auch der Torwart. Ja, will er aus dieser Distanz etwa ein Tor schießen? Chihi. Matuschik. Guter Pass. Viele haben drauf gewartet, viele werden ihn verfluchen. Den Pfiff des Schiedsrichters, der dieses Spiel beendet.